Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Kip Supernova, dem Splatoon-süchtigen Nummer Uno auf YouTube. Mein Name ist Fluffo und heute kommt etwas ganz Besonderes, nämlich Kip spielt heute mit Waffen, mit denen er entweder noch nie oder nur sehr selten Splatoon spielt oder schon sehr lange nicht mehr. Und ja, das wird bestimmt lustig. Viel Spaß! So, und los geht's mit der ersten Runde, mit der Waffe, mit der Kip schon, ich glaube, ein Jahr lang oder so nicht mehr gespielt hat. Ich gucke gerade mal auf meinen Zettel, wie das Ding überhaupt heißt. Ich glaube, Kensa-Kleckser. Oder kennen Sie Profi-Kleckser? Nee, das ist kein Kensa-Kleckser. Ach, ihr wisst es bestimmt. Alle, also die Ulti-Waffe sind die Schwarmraketen und man kann mit diesem Ding ganz schön weit und ganz schön schnell rumrattern, aber das Einfärben ist damit nicht so dolle. Die Reichweite ist enorm, wie ihr gerade seht. Ja, wunderbar. Bis jetzt läuft es ganz gut. Aber, ja, aus nächster Nähe, ja, im Gegensatz zu dem komischen Ausprobier-Trainingsmodus, bewegen sich die Gegner natürlich viel schneller. Also die sind nicht auf der Stelle, bleiben nicht auf der Stelle stehen oder ruckeln nur hin und her, sondern die bewegen sich viel schneller. So. Und da kommt schon, ach ja, gleich. 2 auf 1. Und dann auch noch ein 3-Erschmacher erledigt. Kips Lieblingswaffe. Ich sehe gerade hier, ist jemand entweder disconnected oder hat keinen Bock. Steht hier am Spawnpunkt und macht irgendwie komische Verrenkungen. Und oi, ganz schön viel Gegnerfarbe direkt vor der Haustür. Das sieht nicht so gut aus. Sieht nicht so gut aus. Und weggesplattet. Nee, noch nicht. Aber kurz bevor er die Ulti-Waffe hat einsetzen können, wurde Kip weggesplattet von Octoon mit einem 3R. Schwammer. Kurz bevor er die Schwarmraketen hat einsetzen können. Das ist nämlich eine ziemlich spannende Ulti-Waffe. Damit kann man richtig viel Schaden anrichten. Leider dauert es eine ganze Weile, bis man so eine Ulti-Waffe aufgeladen hat. Vor allem mit, oh, da ist jemand weggepufft. Wo ist Kip eigentlich? Er ist im Spawnpunkt und hat sich da jetzt ein bisschen ausgeruht. Jetzt ruckelt es ein bisschen. Also, wenn es zurzeit immer wieder ein bisschen rumruckelt, keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe. So, nächste Runde, neue Einstellungen. Ja, Kip hat eine andere Waffe. Den. Moment, jetzt muss ich auf den Zettel gucken. Ich glaube, es ist der Kensa Profi Kleckser. Und. Ich hoffe, diesmal läuft es flüssig. Hohohoho, es geht ja ab wie Schmitz Katze. Ratatatam, wie aus dem Maschinengewehr. Wir räumen mal da ein bisschen mehr rein. Ja, die Töne sind ja wirklich. Jetzt ist aber Kip richtig am Abdrehen hier. Jawohl, der Einfärbemaster, er ist zurück. Und wir haben hier als Ulti-Waffe auch die Schwarmraketen. Jawohl, ziemlich erfassen und abfeuern. Wunderbar, herrlich. Ja, herrlich. Wunderbar, und es fängt schon wieder an rumzuruckeln. So, und da ist er ja schon, ja. Hallo, na, wie geht's euch? Freut ihr euch schon drauf, ja? Kip ein bisschen scheitern zu sehen. Ja gut, das sehen wir ja öfters hier bei Splatoon 2, vor allem bei Kip. Es ist Supernova bzw. Kip Splat. Es geht schon los. Zum Aufwärmen spielt er mit seinem 3R Splasher Eimer. Ja? Den hat er zwar schon sehr oft gespielt, aber nicht sehr erfolgreich, wie wir wissen. Ja, er spielt sich gerade ein bisschen, er splattet sich ein bisschen warm. Hat ein Baseball-Outfit von der Bear GmbH an und natürlich barfuß. Das war so, wie wir ihn kennen. Und Kip ist schon weggesplattet von La Chan. La Chancla, La Jungler. Ja, auf jeden Fall. Wenn das Bild ein bisschen ruckelt, bitte nicht böse sein, aber die letzten Tage waren ziemlich heiß, dann wieder kalt und das hat Kips Computer nicht ganz so gut getan. Nichtsdestotrotz sehen wir uns eben dann an, wenn Kip ins Pleit, in Zeit in Pleit zute. Eigentlich ausgeschlossen, weil Kip ist der einzige momentan, der hier noch spielt. Alle anderen sind entweder disconnected oder weggesplattet worden.
Ja, jetzt kommt noch die Kuhlkugel. Nee, doch nicht. Er wird doch wenigstens ein Kill. Ein Kill auf Ehre. Komm, komm schon. Ein Kill auf Ehre wirst du schaffen. Oder auch nicht. Ja, immer dann, wenn man die Gelegenheit hätte, dann ist natürlich die Tinte leer. Und der Gegner hat anscheinend immer voll Tinte. Und ist immer unendlich Tinte, ja. Ach, das ist doch echt frustrierend. Naja, Splat, Splat-like. Oder heißt der vielleicht Splat-like? So. Ja, 10, 9, 8, 7, 5. Ja, leck mich doch am Pelz. Es leckt und es ist irgendwie total. Ach, das ist ja nicht. 2, 1. Ja, wir wissen, wir haben verloren. Wir haben verloren. Muss das auch noch jetzt so in Zeitlupe gezeigt werden? Alles orange, mein lieber Herr Gesangsverein. Wo sind denn die anderen gewesen? Wo waren die anderen Spieler eigentlich? Ich blende mich mal kurz weg, um das mal anzugucken. Ah, 15 zu 65. Was haben die anderen gemacht? Ja, in Zeitlupe und es leckt furchtbar. Ja, wir wissen es. Mach mal ein bisschen hinne. Ah, okay, es war jemand disconnected. Aber die anderen haben auch nicht so wesentlich viel machen können. Schade, 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 schade.